Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Sicherheit spielt natürlich auch eine große Rolle beim Sony Xperia 5 Mark III. Wie ihr euren Fingerabdruck einrichten könnt, das zeigt euch Nina in diesem Video. Viel Spaß! Hallo, ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr beim Sony Xperia 5 Mark III einen Fingerabdruck einrichten könnt. Momentan haben wir hier eine ganz normale Sperrmethode ausgewählt, und zwar ein Muster. Aber jetzt wollen wir vielleicht auch mal einen Fingerabdruck einrichten. Wir gehen dafür also einmal in die Einstellung und wählen dann hier den Punkt Sicherheit, denn wir sehen hier auch schon Fingerabdruckmanager. Und dann können wir mal schauen, Fingerabdruckmanager, Fingerabdruck-Entsperrfunktion nicht aktiviert. Das wollen wir jetzt ja ändern. Wir müssen dann einmal unser aktuelles Muster hier eingeben, um überhaupt auf die Einstellung zugreifen zu können. Und dann geht es aber auch schon los mit Fingerabdruck entsperren. Verwenden Sie Ihren Fingerabdruck, um den Bildschirm zu entsperren, Einkäufe zu bestätigen oder sich bei Apps anzumelden. Fingerabdruckdaten werden nur auf dem Gerät gespeichert und nicht an Sony gesendet. Ihr Fingerabdruck ist möglicherweise nicht so sicher wie ein komplexes Muster oder eine PIN. Darüber müsst ihr euch also einfach nur bewusst sein. Dann geht's weiter vor dem Start. Halten Sie Ihr Gerät ganz normal, säubern Sie Ihren Finger und den Sensor, berühren Sie den Sensor. Alles klar, dann können wir jetzt also sagen weiter. Und dann geht es auch schon los. Wir finden den Sensor hier an der rechten Seite, gleichzeitig der Power-Button. Das heißt, wir legen hier unseren Finger jetzt auf und dann startet die Registrierung auch direkt. Wir werden jetzt darauf hingewiesen, dass wir auch natürlich die Position ändern müssen. Das heißt, da müsst ihr dann einfach mal so ein bisschen ausprobieren, wie ihr den Finger auflegen müsst. Wir sollen den im mittleren Bereich berühren und dann eben immer wieder anheben. Wir müssen dann unsere Fingerposition eben auch immer mal wieder ein kleines bisschen ändern und die Ränder müssen natürlich auch erkannt werden. Das heißt, gegebenenfalls müsst ihr hier die Position mal leicht verändern. Und dann sehen wir aber auch, hat das Fingerabdruck hinzufügen schon geklappt. Wenn du dieses Symbol siehst, kannst du deinen Fingerabdruck verwenden, um dich zu identifizieren oder einen Kauf zu autorisieren. Und hier sehen wir haben auch die Möglichkeit, sogar noch weitere hinzuzufügen. Wir sagen erstmal fertig. Unser Fingerabdruck taucht jetzt hier oben auf. Wir können ihn jetzt natürlich auch jederzeit umbenennen und zum Beispiel sagen Nina. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Wir sperren das Ganze und dann legen wir jetzt hier einfach mal unseren Finger auf den Sensor und wir sehen, das Ganze entsperrt sich wirklich sofort. Also ich sperre es nochmal. Und wenn ich den Finger dann hier wieder einmal drauflege, dann entsperrt sich das Ganze wieder direkt. Das funktioniert also wirklich gut. Solltet ihr euch das aber doch mal anders überlegen oder ihr habt vielleicht keine Lust mehr auf euren Fingerabdruck, dann geht ihr einfach wieder in die Einstellung und könnt natürlich jederzeit hier euren Fingerabdruck auch löschen. Wir wählen dann einfach das Mülltonnen-Symbol aus, werden dann halt nochmal darauf hingewiesen, dass wir dann den Fingerabdruck logischerweise nicht mehr verwenden können. Wir sagen dann also ja, entfernen und schon habt ihr den Fingerabdruck aber wieder entfernt. Und wenn ich hier jetzt meinen Finger auflege, dann sehen wir auch, passiert hier wirklich gar nichts mehr. Ja, so viel also zum Thema Fingerabdruck einrichten beim Sony Xperia 5 Mark III. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn ja, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Vielleicht auch, ob ihr den Fingerabdruck nutzt und ob ihr das Ganze praktisch findet. Und dann abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr hier keine Videos verpasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!